Beatronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt. Das war immer ganz hip, irgendwie eine Maus am Bass hinten zu haben. Wirklich ein Highlight in meinem Leben, mal mit Jeff Mills auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Ein Tipp für den Nachwuchs: Read the fucking manual. Immer das Handbuch schön lesen. Da stehen tolle Sachen drin. Die zweite Staffel und die 14. Ausgabe des Podcasts Electronic Germany zum Buch von Christian Arndt. Ich bin Stefan Müller alias DJ EastEnders und wir nehmen diesen Podcast auf in einer der heißesten Wochen des Jahres. Und wir kühlen uns ab, indem wir runtergehen zum Bodensee. Ganz genau, Stefan, denn da habe ich Angie Taylor getroffen, eine sehr interessante DJ und Musikerin aus Konstanz, beziehungsweise aus der Nähe von Konstanz. Angie lebt aber mittlerweile gar nicht mehr am Bodensee, sondern in Monnem. In Mannheim, wo es ja auch große Raves immer schon gab. Und es gibt dort vor allem die Pop-Akademie. Und Angie Taylor hat dort sogar studiert. Wie hat sie sich denn da beworben? Ja, das erzählt sie uns am besten selbst. Sie hat eine formale musikalische Ausbildung. Und zwar wirklich angefangen mit Xylophon im Kindergarten. Dann Akkordeon in der Grundschule. Dann ab der 5. Klasse habe ich Klavier gespielt. Und mit 13 habe ich mir dann meinen Bass von meinem eigenen Geld gekauft. Okay, und das ist ja auch ein bisschen ein Traum erfüllt, oder wolltest du eigentlich was anderes? Ich habe ja immer ein Instrument gespielt, bis es interessant wurde. Dann habe ich aufgehört, wo ich gemerkt habe, da kann ich was draus machen. Akkordeon lief super, aufgehört, Klavier lief dann auch irgendwann richtig gut, dass man schöne Sachen spielen konnte. Aufgehört und dachte ich mir halt, ich kaufe mein Instrument jetzt mal von meinem eigenen Geld, nicht von Mama und Papa, dann bleibe ich vielleicht dabei. Und ursprünglich wollte ich dann ein Schlagzeug kaufen. Da hat mir dann das Geld gefehlt. 100 Euro, Mark damals haben gefehlt. Und die wollte ich mir dann natürlich auch nicht von meinen Eltern geben lassen, sondern habe dann das nächstlauteste Instrument im Musikladen gekauft, das es gab. Und das war dann zum Glück der Bass. Wenn wir schon bei der Rückschau sind im Leben von Angie Taylor, ist natürlich ganz interessant, sie auch zu fragen, welche Musik sie denn eigentlich damals gehört hat. Was hat sie denn besonders geprägt und vielleicht damals auch schon inspiriert? Also ich habe einfach so die Musik mitgespielt, mit der Stereoanlage erstmal, was mir so gefallen hat, so was ich damals gehört habe, so Doors und Pink Floyd und Hendrix, so halt die leichten Sachen davon, die man mitspielen konnte. Dann habe ich in verschiedenen Punk-Band und Metal-Bands und Crash-Tash-Death-Metal hieß es, glaube ich, weiß es nicht mehr, halt viel mit so Jungs rumgejammt und das war eigentlich immer ganz cool. So richtig mit Unterricht, da war ich dann 19, da hatte ich dann Unterricht bei dem Jazzer German Kleiber und ja, war ich dann auf der Jazzschule ein Jahr in St. Gallen. Da ist ihr dann was ganz Verrücktes passiert, nämlich ein unmoralisches Angebot vom Fernsehen. Ich habe damals ein Angebot dann bekommen für DSDS, die Gewinner zu begleiten. Entweder dur oder studiere. Und dann dachte ich mir, 50.000 Akkorde vor 3 Personen oder 3 Akkorde vor 50.000 Personen. Tour. Okay. Nee, also ich muss sagen, das Studium in St. Gallen, das war schon sehr gut, also qualitativ schon toll. Aber natürlich mache ich ja Musik, um zu spielen. Und ich dachte mir, brech's ab, geh auf Tour und kannst dir ja irgendwann wieder neu anfangen. Also, weil so ein Angebot kriegt man dann auch nicht immer. Dann habe ich viel so DSDS und Popstars und Star Search. Immer wenn die Gewinner fertig waren, war ich mit verschiedenen dann auf Tour oder habe in TV-Shows mitgespielt. Und das war immer ganz hip, irgendwie eine Maus am Bass hinten zu haben. Natürlich. Das war nicht nur, weil du natürlich auch exzellent gespielt hast, wovon ich mal ausgehe. Ja, also es waren, ich sag mal so die Hälfte der Jobs in den TV-Sachen auf jeden Fall, war ja viel Playback dabei. Da hat dann der Künstler, was halt in Deutschland leider so ist, in Amerika und England legen sie noch Wert auf Live-Musik im Fernsehen. Klar, wenn wir auf Tour waren, haben wir schon live gespielt.
aber im Fernsehen war dann oft Playback und ja, das ist dann schade, dass da die Qualität in Deutschland, dass es halt schnell gehen muss und dann lieber Playback und man hört auch, dass es Playback ist, finde ich. Aber es war gutes Geld verdienen und ab und zu mal so ein Fernsehjob, das war dann okay. Nur, also ich habe dann 1-2 Jahre habe ich da dann so rumgeturt und rumgespielt. Dann wurde das Geld auch weniger, weil natürlich der ganze Flow, der ganze Hype mit DSDS und so, das ließ dann nach. Und ich meine, wenn der Musiker dann nur noch 50 Euro kriegt und nach Köln fahren muss, ins Viva-Studio und Zug und Hotel selber zahlen muss. Nur, er ist ja, du bist ja auch im Fernsehen. Und ich dachte mir, Alter, ich bin jetzt schon 2 Jahre im Fernsehen und ich bin auch nicht groß rausgekommen. Ne? Ich verdiene einfach meine Brötchen. Ich bin Dienstleister. Ne? Und ja, dann habe ich dann auch gedacht, nee, das war's dann. Nächstes Kapitel. Und habe mich dann an der Popakademie auch beworben, also an verschiedenen Hochschulen, an verschiedenen Schulen vorgespielt dann. Habe ich gedacht, die mir als erstes zusagen, da gehe ich hin. Und das war dann die Popakademie. Und da war ich sehr happy, weil da mein Idol, mein Lieblingsbasser unterrichtet, der Frank Itt. Babyface genannt. Babyface, wie du so schön gesagt hast. Ja. Eine Legende, ja, das war sein Bühnenname. Ne? Ja, und von dem habe ich doch schon sehr viel gelernt. Also da habe ich wirklich Glück gehabt. Also ich habe super gern an der Popakademie dann studiert und viel gelernt. Und der Unterricht ist halt, was ich schön fand, du hast auch viel mit dem ganzen Business drumherum gelernt und nicht nur speziell. Wie St. Gallen war super, aber da hast du wirklich nur musikalisch, was sehr, sehr intensiv war. Und an der Popakademie ist es alles ein bisschen breiter gefächert. Und du lernst halt auch damit, dein Geld zu verdienen. Also die schauen dann schon auch, klar, wir unterrichten, wir haben hochkarätige Dozenten. Aber du lernst halt auch noch, hast noch ein paar Werkzeuge, wo du weißt, alles klar, damit kann ich dann, wie verdiene ich damit mein Geld, wo kann ich reinschlupfen, was für Nischen gibt's, was für Netzwerke, und das Netzwerk da ist ja super, da kommen so viele Gastdozenten und ja, man kann da, wenn man möchte, kann man es da dann schon, bringt einem das Studium dann auch was. Angie Taylor steht für elektronische Musik, genauer gesagt für wirklich Techno, und auf ihrer YouTube-Seite heißt es gleich auch: I'm Angie Taylor and I do Techno. Also, wann ging's los damit? Zu Techno bin ich ab 15 Jahren, habe ich ein Händchen gehabt für böse Jungs. Also, die meisten waren DJs oder haben irgendwelche Partys organisiert, und da bin ich dann irgendwie so mit irgendwie dran gehängt immer und dachte mir, wow, gehst du mal mit? Stand dann, ich glaube mit 15 war ich das erste Mal im Abbey in Meßkirch. Egal, kennen vielleicht ein paar, vielleicht Hotspot, auch nicht. Hotspot, auf jeden Fall. Hotspot, ja. Genau. Und dann stand ich da und da hat dann auch der Taucher aufgelegt. Okay. Wenn ich mich nicht täusche, dann stand ich da, aufgetakelt, dass ich älter aussehe, mit einem gefälschten Ausweis, und habe das erste Mal Techno gehört. Und stand da, und ich komme ja voll von Rockmusik, dann stand ich da und dachte mir, das ist mal krasse Musik. Ich kann gar nicht drauf tanzen. Stand dann auf dem Dancefloor und dachte mir, das ist cool, dass da keine Band spielt und die Leute zuhören. So erste Reihe tanzt, zweite Reihe jo, und hinten unterhalten sie sich, trinken Bier, sondern der ganze Club hat getanzt. Also der DJ war nicht im Fokus, sondern die Veranstaltung, die Party. Und das fand ich dann so richtig cool, und dass die Musik nicht aufgehört hat, dass keine Pause war. Und dann habe ich gelernt, drauf zu tanzen, sozusagen. Und da bin ich oft ja nachts aus dem Fenster geklettert, habe mich dann unten auf dem Dorfplatz abholen lassen von den schon 18-Jährigen und bin dann mit denen im Club, und morgens, bevor der Papa dann die Zeitung holt, musste halt wieder irgendwie hinten ins Fenster rein. Ich fand es spannend, also ich fand es super. Techno-Partys, das hat mir echt gut gefallen. Und wann hast du diese beiden Passionen, sage ich jetzt mal, Musik zu machen und Techno zu hören, wann kam das zusammen? Wohl relativ spät dann. Das kam relativ spät zusammen. Also mich hat es damals auch gar nicht so gereizt, aufzulegen und so. Ich war eigentlich mehr auf Tanzen. Ich wollte gar nicht DJ werden oder so.
Doch dann hatte Angie sowas wie ein Erweckungserlebnis, das ich voll nachvollziehen kann, weil ich mit derselben Band genau das gleiche erlebt habe, nur 20 Jahre früher. Und der ausschlaggebende Punkt war, ich glaube 2009 oder 2010 war das, schon recht spät, da war ich mit meinem Papa auf dem Sziget Festival in Ungarn und da gibt es ja auch eine riesen Techno-Area und 13 Bühnen oder so. Und da hat dann Faithless gespielt und ich stand dann da und habe getanzt und ich glaube, das war das beste Konzert, das Faithless je gespielt hat. Das war der Hammer. Es war die größte Bühne, wenn ich dran denke, kriege ich schon Gänsehaut. Die größte Bühne und der Typ ist ja auch mega charismatisch und Insomnia, ich meine, ist echt einer meiner Lieblingstracks, ne? Ich bin da der Klassiker. Und dann haben die gespielt mit Band, elektronische Musik und wirklich der komplette Platz. Alle haben getanzt bis zu den hintersten Ständen, weiß nicht so bandmäßig, sondern es war eine Techno-Performance ohne Großpause und alle haben getanzt und ich gucke so über den Platz und dachte mir, weißt du was, das will ich auch. Elektronische Musik live darzubieten, das heißt ja heutzutage nicht unbedingt nur aufzulegen. Christian, wie ist es bei Angie? Spielt sie mit Laptop oder macht sie was ganz anderes, so eine Hybridform? Ganz genau, das Stichwort hast du schon richtig genannt. Sie nennt ihre Performance tatsächlich Hybrid. Das ist ja auch gar nicht so untypisch heutzutage, dass ein DJ gleichzeitig Musiker ist. Bei ihr ist noch das Besondere, sie spielt Titel, sie baut Titel oder auch Loops von anderen Künstlern in ihre Sets ein und mischt das mit ihrer eigenen Musik. Also oft erkennt man gar nicht so den Übergang. Die Hooks oder die Drops, die erkennt man vielleicht schon. Das ist beabsichtigt, das hat auch nichts mit Plagiat zu tun. Das erklärt sie auch gleich selber. Und die Besonderheit, was sie von anderen vielen oder von den allermeisten Techno-Musikern unterscheidet, ist, sie spielt auch Live-Bass dazu. Oh wow, das würde ich gerne mal live erleben. Vielleicht gibt es ja demnächst sogar die Gelegenheit dazu. Aber jetzt hören wir erstmal Angie zu ihrem Hybrid-Set. Der Gedanke war, wo ich dann live gespielt habe, auch mit Bass und mit Vocals und Drum Machine und Keyboard und lauter Geräte und Sachen, dann habe ich gedacht, oh, jetzt ein Track vom Horton, oh, jetzt der Loop von The Bells, oh, jetzt, also ich habe immer nur so Loops im Kopf gehabt, nie ganze Tracks, und dann dachte ich mir, hey, die baue ich jetzt einfach mit ein, und dann habe ich das gemacht und mir hat's gefallen, den Leuten hat's gefallen. Die Booker haben ein bisschen komisch gefragt damals, haben gesagt, ja, aber wie sollen wir dich verkaufen? Das ist doch entweder live oder DJ. Und ich so, dann kündig mich an, wie du magst. Das mache ich dann auch. Habe ich natürlich nicht gemacht. Also die haben mich dann als live angekündigt und ich bin dann hin und habe dann einfach mein Hybrid gespielt. Und keiner hat sich beschwert. Wenn die Leute quietschen und die feiern, dann ist es egal, ob du jetzt Tracks mischt und mit deinem Live-Setup. Und ja, und jetzt sieht es so aus, dass ich Traktor, also die Software, die DJ-Software, da habe ich drei Decks laufen, also zwei Stem-Decks und ein normales. Da suche ich mir dann immer Loops zusammen während dem Spielen und Ableton Live, da mache ich dann alles live dazu. Also das ist dann nicht geplant, sondern den Anfang und den Schluss habe ich so im Kopf. Und dann lasse ich mich selber inspirieren. Also ich habe ein ganz großes Potpourri an Songs und an Live-Spielsachen dabei. Und dann fange ich einfach mal an und Remix, 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 Remix die ganze Zeit sozusagen. Und dann ist es jetzt so mein Hybrid. Jetzt würde ich gerne mal einen deiner Tracks hören oder reinhören. Mhm. Und zwar habe ich mir Dawn ausgesucht, weil ich das so... Das war, fand ich, sehr scharfkantig und sehr dark und sehr, ich weiß nicht, ob es ein typischer Track ist, aber vielleicht kannst du noch zwei Sätze dazu sagen und dann lassen wir mal ein bisschen was laufen. Ja, Dawn ist entstanden, da war ich in Ibiza, habe die Nacht durchgefeiert, das war im Amnesia und morgens ist dann so die Sonne aufgegangen, Richie Horton hat gespielt und er hat einen Track gespielt mit so einem
Synthesizer, so irgendwie, und ich so, boah, es ist geil, das ist genau das Feeling. Und dann habe ich gedacht, das Feeling will ich in einen Song packen. Der Sonnenaufgang, du hast durchgefeiert und du willst eigentlich weitermachen. Und dann ist daraus eigentlich der Song entstanden, natürlich mit einer anderen Melodie, und aber mit den Vibes von dem Morgen, den ich da hatte. Cool, okay. Angie Taylor, unser Gast heute im Podcast Electronic Germany, hat natürlich schon mit vielen bekannten DJs zusammengespielt, aber wir reden dann schon in der Liga von Detroit und einer Liga mit bekannten Leuten aus Detroit. Genauer gesagt, Christian? Ja, Jeff Mills, man glaubt es kaum, die Legende, hat sie angefragt und sie hat erstmal nicht reagiert, weil sie gedacht hat, das wäre ein Hoax. Es endete dann sehr positiv, nämlich mit einem Konzert im Louvre. Das muss man sich mal vorstellen, in Paris. Sie hat zusammen mit Jeff Mills im Louvre gespielt. Und das erklärt sie uns jetzt gleich selber, wie es dazu gekommen ist und auch, wie der Jeff so drauf ist. Ja, Jeff Mills ist wirklich einer. Also Jeff Mills und Richie Horton sind so mit meine größten Idole von Techno, von dem, auch wo ich früher feiern war, habe ich ja viel DJs gehört, und die zwei, die waren immer, wo ich gedacht habe, das ist cool, das zieht einen rein, so auch nüchtern, packt sich einfach. Und jeder wusste, dass ich so ein großer Jeff Mills Fan bin, und irgendwann kriege ich eine Message über Facebook: Hi, I'm Jeff Mills, I like your bass lines, you want to play with me, oder irgendwie sowas in der Art. Und ich dachte mir, komm, da will mich wieder jemand verarschen, weil ich bin ja sehr leichtgläubig, und dachte mir, da reagiere ich erstmal gar nicht drauf, ne? Weil du dachtest, das wäre ein Fake. Da nimmt mich nur wieder jemand auf den Arm, und diesmal falle ich nicht drauf rein. So, jetzt habt ihr es aber. Ja, und dann kam noch mal was, und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, sag mal, ist das jetzt das echte Profil, oder, weil das war ein persönliches Profil. Ja, das ist ein persönliches Profil. Und ich so, boah, scheiße, jetzt vor 3 Wochen Delay. Und ich zurückgeschrieben, yes, it would be a pleasure. Natürlich. Und dann hat er gesagt, ich soll mal nach Paris kommen. Wir proben ein paar Tage, und dann gibt's der Exhibitionist, hat er gemacht im Louvre. Da hat er dann an der 909 gespielt, ich am Bass. Ach, mein Namensgedächtnis, sehr guter Keyboarder aus Detroit. Eine Woche
waren wir in Paris, haben ein paar Tage uns eingeschlossen in einen Raum und haben gejammt, haben uns aufeinander so eingegroovt. Er hat ab und zu Loops laufen lassen, dann wieder auf der 909 gespielt. Er hat gesagt, er möchte einfach die Show, dass die frei ist, dass wir, wie beim Auflegen auch, dass wir uns gegenseitig inspirieren. Und da wir uns ja schon aufeinander einspielen mussten, ja, und da war ich ja dann schon sehr, sehr aufgeregt. Also das war für mich wirklich ein Highlight in meinem Leben, mal mit Jeff Mills auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Bass hat ein paar kleine Effekte dabei gehabt, das war es aber. Und super netter Typ, total auf dem Boden geblieben, ganz nettes Team drumherum, toll organisiert. Also es war wirklich eine super schöne Zeit. Das Konzert war auch sehr gut. Also er wollte, dass es eine einmalige Sache ist, einfach dann bam. Und das war gut. Ja, wir sind noch im Kontakt und schreiben ab und zu. Gut, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Jeff Mills Remix von deiner Tracks oder man umgekehrt. Man weiß es nicht, ja. Sehr cool auf jeden Fall. Du hast mir schon mal in einem früheren Gespräch erzählt, dass du ein ziemlicher Gadget-Freak bist. Und als du eben angefangen hast, von wegen mit 3 Traktor-Decks und Ableton und so weiter, da habe ich das auch schon so ein bisschen mitgekriegt. Welche Geräte, welche Hard- und Software schätzt du besonders und warum? Und warum? Oh. Nicht so weit ausholen, aber mal so, so deine Top-Tools. Meine Top-Tools ist auf jeden Fall erstens mein Jens Ritter Bass. Mhm. Das ist nämlich der gleiche Bass, den Prince auch gespielt hat, also den er für ihn gebaut hat. Hat er mir genau das gleiche Modell gebaut, weil ich lieb Prince abgöttisch. Mhm. Und ich habe gesagt, Jens, bitte bau mir den gleichen Bass, nur noch mit einem fetten mehr Bass-Sub. Da habe ich den Power-Knopf, so der DeLorean, wenn er abfliegt, dass noch ein bisschen mehr Druck unterrum ist. Genau, das ist so mein Herzstück, der Ritter-Bass. Und dann spiele ich super gern Allen & Heath Mixer, den Xone 92 oder 96. Also so analoge Mixer finde ich eigentlich ziemlich geil. Der hat einen guten Klang. Dann habe ich die Ableton Push, was ich an der gut finde. Du kannst halt Drums auch live dazu spielen und du kannst Keyboards dazu spielen über die Pads. Finde ich auch ganz witzig, da kommt man auch oft auf neue Ideen. Dann habe ich 3 MIDI Fighter von DJ Tech Tools, 2 Launch Control XL und ein Launch Control und ein K2 Controller auch von Allen & Heath. Und das sind alles MIDI Controller, das heißt, ich kann die mappen, belegen mit Befehlen, die nur ich den gebe. Also die Knöpfe machen das, was ich will. Und da habe ich verschiedene Drum Machines drauf, zum Beispiel eine 909, eine 808 und so ein Natur Drum Set, dass man da auch mal ab und zu Schlagzeug-Solo dazu spielen kann oder so. Verschiedene Keyboards, was für die Atmosphäre, was für schräg, was mit einer Säge. Ein paar Sub-Bässe, die ich dazu spielen kann. Dann Vocal-Effekt-Kram, wenn ich was mit dem Gesang mache, dass ich die Stimme so verzerren kann oder Stutter drauf machen kann, dass ich einfach aus der Stimme eine Atmosphäre schaffen kann. Das ist nicht, this is house music. Oder irgendwie so klassischer Gesang mag ich ja nicht. Also so, dass irgendwie, dass der Gesang einfach sich in die Musik mit einbettet. Genau, und die Controller, die habe ich alle programmiert, sozusagen so mir mein eigenes machtvolles Instrument geschaffen, mein Atomkraftwerk, genau. Angie Taylor heute zu Gast im Podcast hier Electronic Germany zum Buch von Christian Arndt und sie betreibt auch ein Label und das Label ist in Mannheim. Gut, wenn man sich überlegt, wie soll so ein Label heißen, da hatte sie eine besondere Idee. Es lag daran, dass sie auch sozusagen eine Zeit lang Bedroom Producer war und alles, wie so viele in ihrem Schlafzimmer gemacht hat, der war nämlich ein Panic Room, so heißt das Label. Es war quasi Wohnung, Proberaum, Club,
Experimentierlabor, alles in einem. Den gibt's auch noch, den Panic Room. Mittlerweile hat sie schon eine Wohnung, eine reguläre Wohnung. Aber sie hat da sozusagen angefangen, sich selbst als DJ zu buchen. Und wie es dazu kam und was dann aus Panic Room geworden ist, das erzählt sie uns jetzt selbst. Panic Room hat damit was zu tun, als ich angefangen habe, dann diese Live- und Live-Auflegen-Mix zu machen, wollte mich natürlich keiner haben. Also die Clubs haben alle gesagt, nee, kennen wir nicht, wollen wir nicht. Außerdem kommt die dann mit Instrumenten an. Wo soll man das stecken und bla. Die kommt nicht nur mit Sticks, sondern da ist ein Geraffel dabei. Wir müssen Soundcheck machen und was weiß ich. Also da hat keiner Bock drauf gehabt, aber ich hatte so Bock zu spielen. Und dann habe ich damals gedacht, wisst ihr was, ich mache mir meinen eigenen Club. Ich habe einen Proberaum gehabt mit einer Band noch. Dann habe ich den schwarz gestrichen, habe mir eine DJ-Booth reingebaut, alles aus alten Boxen zusammengesteckt und gemacht, irgendwie einen kleinen Dancefloor, Disco-Kugel rein und schwarzer Teppich, alles schwarz gemacht natürlich. Und habe gedacht, ja, so, jetzt habe ich meinen eigenen Club und habe da so Partys gemacht und wollte halt einfach spielen. Auch bin ich oft einfach alleine rein, Türe zugemacht und dann war ich drin in meinem Panikraum, in meiner rettenden Blase, in da, wo ich frei bin, da, wo das Handy nicht funktioniert. Da, das war für mich wie aufs Meer schauen, wie so ein Freiheitsgefühl, so der... Die Rettungsinsel, ja, der Panik, und ich habe es immer so mein Panic Room genannt. Okay. Und der befand sich wo? Der ist noch in Mannheim. Okay. So ganz in, genau, muss ich wissen. Ja. Aber der ist noch in Mannheim. Und so im Gewerbegebiet. Industrie. Ja, im Gewerbegebiet. Und ja, da habe ich dann nebendran so ein kleines Studio dann noch und jetzt ist die Band nicht mehr da, aber ich bin noch da, okay. Und der Panic Room ist noch da. Okay. Ja, und mit dem Label gründen, das war dann auch so eine Sache. Dann habe ich in dem Raum habe ich Musik produziert und dann dachte ich mir, ach cool, das läuft dann unter Panic Room, weil das dann Panic Room ist. Also das Album sollte Panic Room heißen, das waren 10-12 Songs. Da habe ich natürlich ein Label gesucht und alle Labels kennen wir nicht, wollen wir nicht. Hast du das auch noch selber? Und dann habe ich gedacht, wisst ihr was? Jetzt mal, dann gründe ich halt mein eigenes Label, so, also nach irgendwie so an Türen klopfen. Ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt 10-mal anklopft, so, ich frage 2-mal, vielleicht auch ein 3. Mal, aber so Schleim ist jetzt nicht so mein Ding. Und dann habe ich gedacht, ich mache selber. Da habe ich mein eigenes Label gegründet, um meine eigene Musik zu releasen. Jawohl. So wie ich sie möchte. Und dann habe ich aber ein paar EPs draus gemacht, weil ich gesehen habe, im Techno ist es cooler, verschiedene EPs zu machen, anstatt ein Album. Das sind jetzt aber immer noch nicht alle Tracks veröffentlicht, weil immer mal wieder irgendwas dazwischen gekommen ist. Ja. Da lass uns doch nochmal noch was hören. Was schlägst du vor? Welchen Track würdest du gerne? Warte mal. Ah, Fire ist vielleicht ganz gut. Fire. Das, da hat der Sevan Gökoglu Keyboards drauf gespielt. Das war es auch schon. Von wann ist der? Der ist von 2015. Okay, gut. Glaube ich, 2015. Mal. Ich bin so schlecht mit Fire. Dann hören wir jetzt mal Fire. Ja, gerne. Okay. Thank you.
wir befinden uns im mega heißen Sommer 2019. 30 Jahre Love Parade steht an. Dazu mehr in einem der nächsten Podcasts. Ganz klar, dann wahrscheinlich auch mit einem Interview mit Dr. Motto und Infos zu seiner Ausstellung in Berlin. Gefühlt hat dieser Sommer erst angefangen. Wir nehmen diesen Podcast auf, als gerade hier die Fusion zum Beispiel über die Bühne geht, bei wahrscheinlich gefühlt 40 Grad. Da bin ich mal gespannt, was die Leute dann nachher erzählen werden. Aber am 10. August gibt es dann in Zürich auch wieder die Street Parade. Da werden mehr Leute erwartet als auf der Fusion, nämlich mindestens 1 Million Menschen. Angie Taylor, unser Gast heute in der Show, ist auch dabei. Und wir haben sie gefragt, wie bereitet sie sich vor? Im Juli ist ein bisschen weniger, wo ich merke, da mache ich mir wirklich Gedanken. Da kommt auch ein Freund von mir, der Alex Zinn, Spin Zinn, auch ein guter DJ, mit dem war ich jetzt gerade in Saudi-Arabien auf Tour, also Kulturaustausch. Und der kommt und nimmt dann das Set auch noch auf Video auf. Und da mache ich mir schon Gedanken, was ich spiele. Da lasse ich mich jetzt nicht zu arg inspirieren, weil da muss es schön gezielt auf die Mütze sein, sozusagen. Das ist dann halt auch wirklich, ich meine, Street Parade ist ein Ritterschlag, da sollte man sich schon ein bisschen Gedanken machen und da möchte ich nicht schwimmen. Ja, ich habe sie dann auch noch gefragt, liegt ja nah, sie spielt dieses Jahr zum zweiten Mal schon auf der Street Parade, also sie hat dort offensichtlich viele Fans, sie ist generell oft in der Schweiz unterwegs, weil sie auch eine Managerin in der Schweiz hat, die sich so ein bisschen jetzt um sie kümmert. Und deswegen habe ich sie natürlich gefragt, ob sie auch noch Erinnerungen an die Love Parade hat, sozusagen das Original. Das ist ja unbestritten, dass die Love Parade auch das Vorbild für die Street Parade war. Und in der Tat war sie mal da und beschreibt ihre Erlebnisse dort als absolut Ekstase und bewusstseinserweiternd und hören wir Angie am besten selbst dazu. Ich war einmal auf der Love Parade mit 16. Okay. Mit meinen roten Haaren und meinem Glitzerröckchen und meinem Netzhemd. Da war ich das erste und das einzige Mal, nicht das einzige Mal, es wäre gelogen. Ich glaube 70 Stunden wach und ich weiß nicht mehr, es war gut, aber ich bin mit so einem Bus hoch und runter gefahren vom Bodensee damals noch. Aber die war cool und das fand ich der Hammer, Love Parade. Also ich finde Love Parade war einfach komplette Reizüberflutung für mich. Da habe ich dann auch alle meine Leute verloren und stand dann da, hatte aber dann auch eigentlich mehr Spaß wie mit Leuten, weil dann musst du nicht immer absprechen, geh mal dahin, dann sind es irgendwie 10 Leute, die einen müssen aufs Klo, dann muss ich hier wieder warten. Und ich habe mich auf der Love Parade einfach treiben lassen im goldenen Fluss des Lebens. Hat mein Taschengeld dabei und ich weiß auch nicht mehr in welchem, ich glaube, ich war im Tresor dann. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin einfach, habe mich einfach treiben lassen und ich fand es sehr schön und sehr inspirierend auch. Und an der Street Parade gefällt mir halt super gut, dass die ist, klar, riesengroß, ist jetzt weltweit die größte elektronische Parade. Und ist aber trotzdem so persönlich und in dem schnuckligen Zürich irgendwie. Und alle sind nett. In Berlin geht es ja so ein bisschen rauer zu. Da weht ein anderer Wind. Klar haben die sich auch alle lieb gehabt. Aber ich muss sagen, der Spirit in Zürich ist ein bisschen freundlicher und persönlicher, obwohl es ja auch riesig ist. Aber ich, hat beides was, aber Zürich hat mehr Herz. So, das Jubiläumsjahr der Love Parade steht ohnehin an. 2019, da wird einiges auf uns zukommen. Wir werden das in einem der nächsten Ausgaben von Electronic Germany besprechen, unter anderem mit Dr. Motte, dem Mitbegründer der Love Parade. Jetzt aber zurück zu Angie Taylor. So, sie hat uns erzählt, was sie damals erlebt hat. Was steht bei ihr als nächstes an? Was hat sie sich vorgenommen für die Zukunft? Also spielen. Also ich habe jetzt, mit der Iris arbeite ich viel. Jetzt habe ich auch Hub Agency, die kümmert sich jetzt um Italien, eine Booking-Agentur. Antonio, auch ein sehr netter Typ, arbeitet viel und da entstehen jetzt auch ein paar Sachen.
dann, ja, gucken. Also ich bin ja so ein bisschen spielgeil, ne? Ich lieb's ja zu spielen, wie im Sandeln, wie Sandkasten. Ich will immer in den Sandkasten rein. Und das macht mir halt Spaß und drum ist eigentlich mein Ziel, spielen, spielen, spielen. Jetzt habe ich gerade eine Produktion mit dem Robert Reuss und der Kaylee gemacht in Luzern. Produzententeam und auch DJ-Team. Da schauen wir mal, das kommt. Warte mal, nein, wir haben die Release. Ach, mein Gedächtnis heute. Auf jeden Fall, Robert Reuss, Kaylee, Angie Taylor, kommt jetzt auch bald was raus. Auf Panic Room, oder? Nee, nicht auf Panic Room, auf deren Label. Aha, okay. Ich habe den Namen gerade vergessen. Das können wir nachreichen. Egal, das reichen wir nach. Ich werde es dir posten. Okay. Der George Morell veröffentlicht 2 Tracks von mir. Dann den hast du auch noch kennengelernt, mal so zwischendurch. Den habe ich zufällig kennengelernt, ja. Und der netter Typ hat gesagt, schick mir deine Sachen zu. Ich so, ja, sagen sie ja alle. Und dann, hey, die 2 gefallen mir, die veröffentliche ich sehr gerne. Also es kommt auch den Sommer irgendwann raus. Dann habe ich gerade selber so ein paar Liederskizzen im Kopf, die ich jetzt produzieren möchte. Also es kommt viel neue Musik dieses Jahr noch. Und dann starte ich Panic Room TV mit dem Johannes Krämer zusammen, dass ich auch, weil ich interviewe ja auch sehr gerne Leute. Oh, okay. Du bist auch dran im August. Oh, okay. Sehr da freue ich mich schon sehr drauf. Okay. Für Evosonic Radio. Also bei Evosonic Radio habe ich eine Show. Einmal im Monat und ja, also einmal Radio und dann das Panic Room TV, das nehme ich jetzt in Angriff. Das wollte ich eigentlich schon, habe ich vor einem Jahr schon gestartet, aber dann Gigs, was will ich machen? Und wenn es dann noch länger dauert wegen Gigs, dann dauert es halt noch länger, aber das will ich so in Angriff nehmen. Und also dir wird es nicht langweilig? Mir wird es nicht langweilig. Angie Taylor zu ihren Zukunftsplänen und wir haben noch einen ganz aktuellen Termin, der auch noch wirklich erst frisch confirmed ist. Der wird stattfinden im Le Panther in Frankfurt. Ich kenne das noch als Plastik. Richtig, ja. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das eine öffentliche Veranstaltung ist oder ob man da sozusagen eingeladen werden muss. Aber jedenfalls ist es beim sogenannten Agency Cup am 5. Juli, also Freitag. Und Angie wird dort 2 Sets spielen. Einmal draußen auf der Terrasse, noch bevor die Sonne untergeht. Das wird ein bisschen fluffiger und ein bisschen easier sein. Und dann aber ein knallhartes Techno-Set, wo sie dann auch ihren Bass dabei hat im Club selbst. Da gibt es dann 2 Floors. Auf dem anderen spielt Rowdy, den kennt man auch. Eine rein Main-Größe. Ich würde sagen, ein absoluter Gute-Laune-DJ, der jetzt nicht strictly Techno spielt, sondern eher Deep House und Souliges. Aber Angie wird kompromisslos Techno, so wie sie es definiert, spielen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich glaube sogar, dass es ihr erster Gig in Frankfurt ist. Aha, das war echt interessant. In der Stadt, wo vieles erfunden worden ist, was man hier auch im Podcast natürlich hören konnte. Das war's heute schon fast. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Zusatzinfo haben, was die Termine betrifft. Ja, ich kann noch vermelden, kommende Woche eröffnet die Ausstellung in Berlin in der Alten Münze. Wir hatten es ja auch schon mal erwähnt. Da ist schon jetzt zu sehen die 90s-Ausstellung und da drauf gefropft wird dann noch Dr. Mottes Special 30 Jahre Love Parade mit sehr vielen Bildern, unter anderem auch von dem Fotografen, der Bilder gemacht hat im Buch Electronic Germany. Der ist auch mit dabei. Ist das so? Mhm. Gut, da weißt du mehr als ich. Also der Ernst Stratmann mit anderen Worten. Sehr gut. Genau. Der war ja auch schon auf den frühen Love Parades am Kudamm, genauso wie dann später an der Siegessäule dabei. Ja, das ist sicherlich der nächste Termin. Dann, wie gesagt, 5. Juli, Angie Taylor in Frankfurt, wobei ich noch nicht sagen kann, ob das wirklich eine öffentliche Veranstaltung ist. Dann sind wir erstmal durch. Mhm. Und freuen uns auf 40 Grad in den nächsten Tagen, whatever. Und bin mal gespannt, wo das dann noch endet in diesem Sommer und wie das den Festivalbesucherinnen und Besuchern ergeht, die dann von der Fusion zurückkommen, die auf dem Melt waren oder wo auch immer. Viel Spaß jedenfalls beim Feiern und wir melden uns in 2 Wochen wieder. So, let's
Jetzt muss ich doch noch einen ganz wichtigen Hinweis in eigener Sache loswerden. Der Track, den ihr im Hintergrund hört, ist ein Remix unserer Titelmelodie, die Go Levin praktischerweise gleich selbst erledigt hat. Wir freuen uns über euer Feedback. Der Track wird demnächst auch käuflich erhältlich sein. Er heißt Acid Elephants. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Und meldet euch bei Facebook, Electronic Germany, Instagram oder auch Twitter und sagt uns, was euch gefällt. Daumen hoch und weiter sagen. Danke. Das war Electronic Germany, der Podcast mit East Enders und Christian Arndt.